Ja, die war ausgekugelt und jetzt Oh ist sie mein aber wieder Gott. drinne. Und also wir haben da Ja. auch genügend Fentanylsalbe aufgetragen. Das dauert einfach, bis das eingezogen ist. Ne? Aha. Ja. Aha. Ja. Das Oh Knie Gott. auch, das Knie war auch draußen. Ja. Oh Gott, aber Ihr hat Becken sie war alles auch wieder hinbekommen? gebrochen. Das klingt ja schrecklich. Alles. Ach du Ja, wir Scheiße, haben das klingt ja schrecklich. alles Ja. wieder zusammengebaut. Ist alles wieder Ja. da, wo es sein sollte, Oh Gott sei ne? Dank. Also, wenn dann die Schmerzmittel ein bisschen besser wirken, dann sollten sie auch nicht mehr allzu viel davon spüren, aber es wird ja noch ein bisschen wehtun die nächste Zeit. Ja, ich fühle mich ein Ja, bisschen ja. heil, wenn ich ehrlich bin. Ja, Ja, das ist, ja. Das ist aber auch das Ziel. Ach so. Ja, Ja, dann besser high super. als ne, schreiend vor Schmerzen. Ja, Ja, das ist absolut besser. richtig. Auch nicht so gut für die Stimme. Ich muss so ein bisschen viel reden, wissen Sie? Ja. Ach, ich verstehe, ja. Ach oh Gott. Was ist denn Jetzt können Sie mal ein bisschen passiert? entspannen. Sie sind scheinbar frontal in ein Auto gefahren, wenn wir das richtig mitgekriegt haben. Wieso fahre ich denn Oder frontal in ein Auto rein? Oder das Auto das. ist frontal in Sie gefahren? Ja, oder so. Ja, wahrscheinlich eher so, ja. Ist auch möglich. War auf jeden Fall ein Taxi, was Sie Ja, da. das wird ja immer besser. Jetzt sagen Sie mir wahrscheinlich noch Quickie-Taxi, ja? Nee, es war Nee, Del nee. Perro. Das Achso, wäre ja ja, dann dann zu viel geht's des ja. Guten. Ja. Ja, das wäre es wirklich, dann wäre es Absicht höchstwahrscheinlich. Wahrscheinlich schon, ja. Ja. Oh Gott. Wie geht's Ihrem Köpfchen? Gut, also Sehr abgesehen gut. davon, dass ich mich wirklich high fühle. Ja, Also, dann das ist doch ist schön, alles das glaube ich gerade das wunderbar. Einzige, was mir nicht wehtut. Sehr gut. Ja, also, Ja, ne, es war der Helm. großes, genau. Ach, Also na Gott wir, sei Dank hatte ich einen Helm auf. ja, also wir sind Zum auch Glück. immer dankbar, wenn wir ankommen und die Person hat einen Helm auf. Dann Ja. wissen wir, na, ist nur halb so schlimm. Ja, Absolut. das. Ja. Haben wir direkt so ein Grinsen im Gesicht, Also sage ich Beckenbruch ist mal. nicht so schlimm, ja? Nee, Nee, also das ist. nee. Das Okay. war wirklich ein glatter Bruch. So, da war Ach, nichts Gott sei Dank. gesplittert, nichts. Ja. Das haben wir einfach mit unserem super Alter, Beckenbruch in Real Krankenhauskleber Life, einfach 5 Monate fixiert. her Krankenhaus. Genau. Da werden Sie keinen Entschuldigung. Unterschied spüren. Außer halt Okay. die Schnittwunde, die wir natürlich machen mussten, um ans Becken zu Ja. kommen. Ach, ich habe so viele Namen, das fällt auch nicht mehr auf. Ja, Und, ne, also die liegt auch sehr schön. Also das, als wäre sie gezeichnet worden. wirklich, wirklich. Da meine Naja. Kollegin wieder Meisterwerk. Na, sehr gut. Sag's Ihnen. Aber wie gesagt, bei meinen ganzen Damen hätte ich nicht so viel Mühe geben müssen. Verdammt. Wir geben aber immer unser Bestes. Genau. Ja, Das immer. sowieso hoffentlich. Natürlich. Vor allem, wenn Sie wissen, dass ich hier die District Attorney liegen habe, geben Sie wahrscheinlich sicherlich Ihr Bestes. Das haben wir erst jetzt Das, im ja, Nachhinein das, ja. bemerkt. Ach so. Ja, Ja. das wussten wir Oh. vorher noch gar nicht. Achso. Wollen Sie dann nochmal nacharbeiten oder? Ach Achso. nee. Nee? Nee, Nee? also Nee? wir Nee? sind da zufrieden. Wir geben Außer immer Sie, 120 ne? Prozent. Genau. Außer Okay. Ihnen, ne? Fällt noch was auf, was Sie Aha. gerne anders haben möchten? Ja, Wenn wir gerade ja. drüber reden, meine Na Nein, Quatsch. Das sind nicht wieder wir nicht die richtigen Ansprechpartner für die Na, Nase. ja, dachte ich mir schon. Wir müssen jetzt in den Norden, zu Doc Chuck. Ach Gott, so weit war ich nicht für eine neue Nase. Ja, verständlich, verständlich. Das verstehe ich. Ihre Nase ist auch gar nicht so schlimm, dass sie operiert werden muss. Das sage ich, wie sie ist. Also die ist doch bildhübsch. Ja, Ja, wirklich, das ich ist mag einfach meine Nase perfekt. auch, danke. Perfekt. Das war eigentlich nur ein Witz. Okay, hat nicht so geklappt, der Witz. Das Verdammt. ist jetzt direkt ernst genommen. Ja, Na, das wir liegt nehmen wahrscheinlich alles daran, ernst, dass was ich unter Patienten Schmerzmittel sagen. stehe. Okay, verstehe ich, verstehe ich. Es bleibt ja auch alles unter uns, also machen Sie sich keine Sorgen. Na, danke. Oh, ich habe, glaube ich, nicht mal eine Akte hier. Endlich ist es soweit. Das stimmt, ja. Kann man da quasi sagen, Achievement unlocked? Ja. Kann man Toll. so sehen, ja. Ja, Kann man super. so sehen. Na ja. Fuck. Scheiße, das ist der Moment. Ach, naja, ich kann auch selber anrufen. Hier Dann können sollen wir auch für wir. Sie anrufen, das ist gar kein Genau, Problem. also wenn Sie das. Weiß gar nicht, ob überhaupt schon jemand da ist, der mich ab. Ach, Mann. Kann der Taxi rufen? Achso. Ich habe gehört, der Fahrer hat gute Taxifahrer. Vielleicht holt mich der Taxifahrer ja ab, wer weiß. Hast du nicht die Kontaktdaten schon? Ja, Jetzt von ich dem? habe gehört, weiß nicht, so ein Zimmermann soll da ziemlich gut sein. Zimmermann, ja? Okay, der Ja, Ferro-Taxi-Zimmermann, hab der Perro verstanden. Zimmermann. Oh Gott.
Ja, wenn Sie sagen, es ist nicht so schlimm. Kann ich heute tauchen gehen? Ich war eigentlich zum Tauchen verabredet. Ja, oder sagen also, Sie lieber nicht mit der Narbe da? Also so ein bisschen Kühlung würde ja nicht schaden. Ja, das stimmt. Da müssen Sie aber selber gucken, ne, wie gut Sie sich bewegen können. Ist dann halt blöd, wenn Sie dann unter Wasser merken, ne, dass die Schulter dann zu sehr schmerzt. Um sie, ne? Ja, aber und auch tauchen dann, kann ich ja immer. Ha? Sie können natürlich ein Pflaster an die Narbe machen, die wasserdicht ist. Das ist gar kein Problem. Ja. Und dann ist das auf jeden Fall die Narbe auf jeden Fall geschützt. Das ist ja wunderbar. Klingt hervorragend. Ja. Vielleicht einfach ein bisschen entspannter tauchen. Bis mir geht nachher. Ja. Genau. Ja, gut. Und ne, auch, halt auch die Schmerzmittel, ne? Wenn man sich so ein bisschen zu gut fühlt, dann sieht man vielleicht Dinge, die nicht da sind oder, ne? Und das kann halt unter Wasser. Was haben Sie mir gegeben? Ich muss heute noch arbeiten. Oh Gott. Ach du Scheiße. Reagiert halt jeder anders. Ach du Scheiße. Ja, wenn der rosa Elefant hier gleich mit uns im Raum steht, ich verstehe schon. Möglich ist das, ja. Denn oder ne, der rosa Hai. Das könnte auch kommen. Ja. Also bei meinem Glück heute, also es war der, ich glaube es war der zweite, also ich hatte heute schon mal einen Fassunfall. Und 5 Minuten später liege ich hier. Also ich vielleicht doch nicht tauchen gehen heute. Ja, vielleicht eher ne, so bis zum Knie ins Wasser stehen. Ja, vielleicht das. Ja. Dann drehe ich wahrscheinlich auf eine Qualle oder so. Oh, wer weiß. Ach du Scheiße, stimmt. Das ist natürlich auch kritisch, wirklich. Ne? Ja, dann lieber mit Gummistiefeln oder so ins Wasser stehen. Ja, am besten zu Hause einschließen. Oder lieber einfach arbeiten gehen. Oder das. Ja, oder das. Perfekt. Machen wir so. Meinen Sie, Sie können mal versuchen, ob Sie jemanden erreichen? Ja, können wir machen. Versuchen Sie mal die 460097. Sie 460097. Aber wenn wir schon eine Patientenakte machen, wollen Sie gleich noch einen Notfallkontakt hinzufügen oder? Ertragen Sie den einfach mal ein. Gut. Also 460097. Wer heißt die Person? Daniel Martinez. Ja. Könnt ihr mir die Nummer nochmal sagen? Sie sagen die einfach so schnell. Ich komme da gar nicht hinterher mit meinen Fingern. Okay. 4, 6. Hab ich? 0, 0. Doppel 0 quasi. 9, 7. Okay. Die eine 9 zu viel. Ist leider nicht erreichbar. Das ist etwas artig. Ja, der andere auch nicht. Vergessen Sie es. Okay. Komm schon irgendwie hier weg. Ah, wie gesagt, Zimmermann. Sonst fahren wir sie irgendwo hin. Das ja, ist also ist ja auch Uhrzeit. Krankentransport, ne? Ja, das ist es halt. Gehört ja auch irgendwie in unser Aufgabengebiet. Nee, alles gut. Passt schon. Oh, also das gut. Sie können hier einfach noch entspannen, so lange wie Sie wollen. Ja, wir machen hier mal die Infusion wieder raus. Mhm. Ja, genau. Die Klamotten haben Sie aufgeschnitten, ne? Ja. Aber ich kann Ihnen eben, ich hole eben eine Wühlkiste. Da können Sie sich dann irgendwas rausnehmen. Ich hole die eben. Perfekt. Ah. Wie geht's von den Schmerzen momentan? Ist gut, soweit. Wunderbar. Ich ziehe jetzt trotzdem die gleichen Klamotten an, weil die haben gerade geklappt. Mann! Na. Gut. Wegwerfen. 1. Kleidung. Möchten Sie aufsitzen Hosen. Helfen? Oder? Wegwerfen. Möchten Sie noch ein bisschen hier bleiben? Ach, ich bleibe noch ein bisschen liegen, alles gut. Ja, gut. Ich finde jetzt hier gerade meine Schüssel, mein Handy nicht. Haben Sie das noch irgendwo? Ah ja, warte. Also ich kann Ihnen auch ne, hier die zerschnittenen Klamotten mitgeben. Naja, passt schon. Da. Suchen Sie sich irgendwas aus dem Karton aus? Mach ich. Ja, danke schön. Das hier. Ja. Ich das hier neben Sie. Danke schön. Handy, Tablet und Schlüssel. Ja, sehr gut. Ja, danke schön. Hier ist wirklich alles drin, ich sag's Ihnen. Wir hatten hier sogar schon Marktklamotten drin. Oh, okay. Was? Aber wirklich alles hatten wir schon drin. Die Leute spenden halt alles, die sind großzügig. Ja. Die haben einfach zu viel.
Das sehr schön. Ja, schön bequem. Sehr schön. Ja, die Schuhe, die können Sie die gleichen wieder anziehen, da die haben wir ja nicht kaputt gemacht. Genau. Ja, perfekt. Die Sohle ist auch noch dran. Also sie sind schon ein bisschen abgeripscht, aber im Sturz. Ja, genau. Das ist quasi, werde ich mich immer dran erinnern. Ja, genau. Mhm. Perfekt. Ja gut, dann lassen wir Sie hier entspannen. Ja, außer danke. Sie haben noch was auf dem Herzen. Nee, passt schon. Perfekt. Und weil Sie sich gut fühlen, dürfen Sie auch. Ja, danke. Nach Hause oder zur Arbeit. Wobei, kannst du mir den Feind tun, eine Akte schreiben, weil ich keine Ahnung habe, was passiert ist. Nicht, dass es irgendwie... Ja, klar. Machen wir. Relevant wird. Ja, danke. Machen wir. Dankeschön. Perfekt. Ja, dann... Vielen Dank. Ja, nicht dafür. Und gute Besserung. Ja, dankeschön. Gut, können wir die zusammenschreiben? Oh nein, jetzt muss ich auch noch eine Akte schreiben. Verdammt. Die behandeln wir nicht mehr. Ah. Au. 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 So. Laufstil. Tipptopp. Großartig. Das Outfit geht ja nicht auch, ne? Muss ich sagen. Das ist eigentlich ein Tipptopp-Outfit. Oh mein Gott. Und wir haben gestern ausgespielt, dass es Liv nicht gut geht. Liv wird es zu viel. Liv fühlt sich nicht... Also Liv fühlt sich so, als würde sie halt immer nur für alle anderen da sein. Und keiner ist für sie da. Ja? Und jetzt heute das. Es ist einfach perfekt. Es ist einfach so perfekt, Mann. Ich hau mich weg. Oh Gott, das kannst du dir manchmal nicht ausdenken, wie gut das in die Karten spielt, ne? Und wieder allein, richtig. Und dann bräuchte ich mal jemanden und es ist keiner da. Und ich bin wieder allein. Davor war es schön, allein zu sein. Ah. Und Danny hat heute Nacht auf dem Sofa geschlafen. Na klasse. Das ist wirklich ein guter Tag. Ah, ich habe meinen gesamten Akt Übergabe genommen. Schieb mir gerne drin. Ja, ja. Meinen schönen Tag, wir haben etwas Freizeit. Das klingt so, als würde Owen heute nicht kommen. So, dann gucken wir doch mal. Wen könnte man noch fragen? Victor könnte man fragen. Ellen hat sein Haus verloren. Dem geht's auch bestimmt super. Liv genießt das Leben gerade in vollen Zügen bis zum Hals, ja. Schön, oh Mann, ey. Perfekt. Auf Victor kann man sich immer verlassen, Leute. So ist es halt. Ui, Mademoiselle Zane. Victor, ich weiß, du bist nicht mehr wirklich unser Sicherheitsservice und definitiv nicht unser Fahrdienst, aber hast du gerade Zeit? Sie hören sich nicht gut an, Noe. Eventuell liege ich im Krankenhaus. Was haben sie geschafft? Naja. Ich weiß es nicht so genau. Ja, okay. Perfekt, bis gleich. Alles klar, bis gleich. Ich hab dich lachen gehört, Victor. Ich hab dich lachen gehört. Blöd Arsch. Au. Hab eine Abholung gefunden. Das ist sehr gut. Ja, ihr Kontakt ist jetzt anwesend. Oh. Der Martinez. Ja, okay, dann sag ich, ja. Er kann zum Krankenhaus kommen gerne. Okay, ich sag ihm das. Oi. Hat sich erledigt, ich hab eine Abholung. Alles gut. Aber die Story kriegst du nachher trotzdem, keine Sorge. Okay, gut, dann dreh ich wieder um. Ja, danke dir. Ciao. Oi, au revoir. Oh, da benutze ich mal lieber nicht den Marshall Service als Fahrtaxi. Es ist. Oh. Gott, haben die das richtig zusammengeklebt? Das fühlt sich irgendwie schräg an. Der wäre auf jeden Fall ein bisschen verwirrt. Bitte. Ein bisschen verwirrt, ja, weil ich normalerweise nicht im Krankenhaus liege, deswegen. Ja, er war auf jeden Fall sprachlos. Ja, sonst das ist andersrum. Okay. Dann gehe ich mal runter. Vielen lieben Dank für Ihre Mühe, ja. Wir hören uns doch. Achso, wie ist es eigentlich mit Nachsorge bei Ihnen? Ich habe gerne vergessen zu fragen. Können wir mal wiederkommen? Ja, in 2 Tagen können Sie nochmal vorbeikommen. Dann gucken wir uns das nochmal an und dann passt das. Perfekt, machen wir so. Danke, ciao. Ciao. Das Becken fühlt sich schräg an, ja.
Pun intended. Oh. Oh. Wann können wir denn so viel auswählen beim Status? Schön. Die haben schon ewig keine Akte mehr geschrieben, die zwei. Schön. Wird immer Zeit, oder? Erzählen kannst du nur offen und geschlossen. Schön. Schön. Und hier liegen ganz viele Leichen. Hervorragend. Die Schraube im Gesicht ist auch schön, aber wir machen sie mal weg. Ja nun, hatten wir auch mal ein bisschen Medic-RP. Es erinnert wirklich ein bisschen sehr an Baycare letzte Season, statt an vernünftiges Medic-Center, aber na gut. Wir waren noch nicht hier. Wir wissen ja nicht, wie es ist. Also was so gelehrt wird, sage ich jetzt mal. Aber Hauptsache, die zwei hatten Spaß. Das ist das Wichtigste. Das ist tatsächlich übrigens immer das Wichtigste. Wir haben ja 12 Wochen lang MD-RP gemacht. Das Wichtigste ist ehrlicherweise bei sowas, dass die Medics, die endlich mal einen Einsatz haben, wirklich Spaß dran haben. Da muss man die ja halt doch einfach mal machen lassen, ja. Deswegen habe ich halt nichts gesagt. Deswegen habe ich dir gesagt, hier komm, denkt euch was aus. Macht alles, was ihr wollt. Ich muss jetzt damit leben. Dann dürfen sie danach halt auch sagen, was die Konsequenzen sind, ja. Also ich persönlich zum Beispiel hätte gesagt, ja, also heute auf gar keinen Fall tauchen gehen, ja. Aber ich habe gefragt, sie haben gesagt, ja, das geht schon, ne. Dann machen sie ein kleines Pflasterchen drauf, so ein Duschpflaster. Ja, dann könntest du damit auch tauchen gehen, das ist ja gar kein Ding. Vielleicht nicht so doll anstrengend. Oh, schön. Dem Typen da draußen mit der Sonne auf der Bank geht es wohl auch nicht mehr so gut. Ja, der wartet auf das Taxi. Wasser entlastet ja auch die Gelenke. Ja, absolut richtig. Ey. Ey. Ach. Ich bin ein bisschen high, glaube ich. So. Ich habe Morphin bekommen. Mhm. Mhm. Das fühlt sich gerade gut, ja. Ja, gerade geht's, ja. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, die haben gesagt, irgendwas mit Motorrad und Auto. Ach, scheiße. Er ist wohl gesagt, ich bin dem reingefahren, aber ist der mir reingefahren? Ich habe keine Ahnung. Irgendein Zimmermann von Del Perro Taxi, soll ich mich melden? Ah. Haben die gesagt, was... Was war denn was? Also erstmal haben sie mich sehr dafür gelobt, dass ich einen Helm getragen habe. Nachdem ich meinte, dass mir eigentlich alles wehtut, außer mein Kopf. Fortschritt. Aha. Fortschritt. Ja. Ah, danke. Meine Schulter war wohl ausgekugelt, die ist jetzt wieder drin. Da ist ein bisschen Salbe drauf. Meine Kniescheibe war raus, die ist jetzt wieder drin. Ich habe mir das Becken irgendwie gebrochen, war aber wohl ein Glatterbruch. Gar kein Problem. Haben die irgendwie operiert oder jetzt eine neue Narbe. Püree. Aha. Aha. Und dann haben sie mir einen Haufen Schmerzmittel gegeben. Oh, ich glaube, ich muss zu einer Apotheke, weil ich habe jetzt keine Schmerzmittel mehr zu Hause. Die hier nebenan offen eigentlich? Mhm. Klasse. Ich nehme es mit. Auch. Ah, ei. Oh Gott. Lauf doch nicht unnötig, ich kann dir das auch holen. Aber dann, nee, ist gut. Oh ja, Kühlpack, oh Gott. Kühlpack klingt hervorragend. Ich glaube, das war ein bisschen viel Morphin. Ach hier, haben sie diese Duschpflaster da? Ah ja, ist ja perfekt. Ja, gefragt, ob ich heute noch tauchen gehen kann. Die meinte, kleben Sie sich so ein Duschpflaster auf die Narbe, ist gar kein Problem. Gar kein Problem, bei meinem Glück heute treffen wir einen Hai. Ich bin ehrlich, ich hatte nämlich fast einen Unfall und dann hatte ich den Unfall. Wenn ich jetzt wieder auf die Straße gehe, werde ich wahrscheinlich erschossen. Oh Gott. Ach. Nee, du gehst jetzt mal nirgendwo hin. Ja, aber mindestens bis zum Auto muss ich gehen. Ja. Ja. Dann stütze ich dich zumindest. Okay. Okay. Oh, hast du eine neue Jacke? Mhm. Oh. Ist die rosa? Ein bisschen. Oh. Ja, wir können gleich anfangen.
irgendwie war keiner erreichbar. Und dann, warte, jetzt hätte ich beinahe den Marshall-Service als Taxi benutzt. Aber er wäre gekommen. Bloß nicht. Ach, guck mal, Chef da. Können auch mal was für dich tun. Ah. So. Vorsicht. Ja, danke. Ach Gott, wir müssen, oh Gott, wir müssen uns auf das Motorrad kümmern. Das liegt da bestimmt noch irgendwo rum. Leer, übrigens. Ich hab's jetzt vorher nicht ausgemacht, tut mir leid. Wo war das denn? Beim Kleidungsladen hier. Guck ich später noch. Oh, da fällt mir was ein. Ist er wegzureigen, ist schon wieder kaputt, nee. Ich wollte eigentlich den wegzunehmen. Dann wäre das nicht passiert. Aber der ist kaputt. Weiß ich auch nicht. Okay, also weißt du's. Was passiert? Nichts. Ah. Cool. Warte mal, wann bist du aufgestanden? Moment mal, wo ist der Wegdreh jetzt hin? Steht unten. Muss ja repariert werden. Weiß nicht. Schon, Mann. Oh, ich wurde angerufen zwischendurch. Da lag ich wahrscheinlich auf der Straße. Ja, nett. Jetzt gehst du erstmal kurz aufs Sofa und bist ein bisschen weniger high. Und dann können wir mal gucken, wie es dir geht. Weniger high, ja? Ist das... Muss das sein? Oh. Was ist ein Zeug hier zu Hause? Kann bestimmt super schlafen. Oh. Da. Gut, hab ich, dass ich keinen Anruf und Codeway habe. Seine Schüsse ausgetauscht. Ja, das hat Omi schon erzählt. Geht's? Ja. Okay. Perfekt. Kann ich dir gerade irgendwas bringen? Brauchst du gerade irgendwas? Ich glaube nicht. Mir geht's super. Ich könnte zumindest eben die Schuhe ausziehen. Ja, ich geh's hin. Oh Gott. Nee. Ich versuch's ohne. Super. Ich glaube, ich war gerade Klamotten kaufen. Jetzt habe ich die wieder zerschnitten. Jetzt habe ich wieder diese Scheiße an hier. Oh Mann. Soll ich dir gleich was Vernünftiges von unten holen? Also was denn jetzt heißt das? Ich sehe wunderschön aus. Ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Ein wunderschöner Schmetterling. Absolut. Hallo Fighter. Es guckt nicht so. Wie gucke ich denn? So wie du guckst. Ich kann auch nicht genau sagen, ob es sauer ist oder genervt. Quatsch, besorgt, heißt das Wort. Wahrscheinlich beides. Nee, deutlich mehr besorgt.
soll nichts passieren. Die meinen, das ist alles tippitoppi. Na klar. Ich fahre nach Hause, schlafe eine halbe Stunde am Pool ein und in der Zeit hast du einen Motorradunfall. Was? Hm? Was? Ach, deswegen hast du schon wieder Sonnenbrand, verstehe. Wieso bist du am Pool eingeschlafen? Weil ich kurz im Pool war und dann einfach kurz müde wurde. Hm. Hast mir gar nicht gesagt, dass du unter Narkolepsie leidest. Ist nicht schlimm. Tu ich gar nicht. Vielleicht habe ich einfach nicht gut geschlafen. Ich kann nichts dafür, dass du auf dem Sofa geschlafen hast. Nein, kannst du nicht. Was ist los? Weiß nicht, was los ist. Das musst du mir schon erzählen. Nee, warum du auf dem Sofa geschlafen hast. Weil du Ruhe brauchtest. Charity. Meinst du, Ruhe kriegt jemand, während er schläft, wenn du ihn dich einfach nur nicht neben ihn legst? Mhm. Aha. Genauso funktioniert das. Außerdem hast du was anderes geschrieben. Du hast geschrieben, ich kann dir gerade nicht die Ruhe geben, die du brauchst. Was soll das heißen denn hier? Flugmodus, oder soll er finden? Ich weiß nicht genau. So. Ich bin halt einfach auch unruhig. Warum? Los. Naja, anscheinend geht es dir gerade nicht gut, aber wir finden keine Zeit darüber zu reden. Muss ich mich häufig anfangen lassen, ne? Ja, eigentlich möchte ich jetzt auch nicht mit dir darüber reden, während du noch komplett neben mir stehst. Es ist auch nichts.